Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Pokémon Platin Edition. Ich habe leider keinen DS-Emulator für mein Handy gefunden. Was Emulatoren-Apps vor allem angeht, ist Windows Mobile noch ziemlich am untersten Level. Aber was soll's, glauben wir halt. Ey, ich wollte einen Doppelkampf haben, du dummer Idiot, du. Jetzt hau ich dir dafür eins mit meinem Pokémon runter. Also Nader. So ein Affe. Warum musste er sich auch gerade jetzt umdrehen? Das tut dir mal gar nicht mehr. Ich habe mich so auf den Doppelkampf gefreut. Ah, setz Giftzahn ein. Na, das hätte jetzt noch gefehlt, wenn es vergiftet wäre. Badam. Oh, das Talent hätte ich gehabt. Oh, nee, oder? Oh mein Gott. Komm, wir wechseln einfach mal zur Scheibe. Dunkelsprung. Ja, so schön. So liebe ich das, wenn die Ola ein paar Level aufsteigt. Na komm, dann machen wir eben ein Einzelbattle. Wenn ein dummer Kollege da wie alles versauen muss. Oh, Nongolma. Nirrischer Sätze noch drei. Oh, Verteidigung sind. Das ist mir. Ja. Komm, ich will es wieder zu scheiden. Ist jedenfalls gesünder. Komm, Fußstrahl. Ja, genau. Nee, das ist doch nicht wahr. Das ärgert mich jetzt gerade ein wenig. Was wäre? Das wäre mein Bruder so unbedingt noch Finsternisbälle nachkaufen. So was wollen wir. Danke, scheint, dass du Funkensprung einsetzt. Wusste er ja, komm, jetzt können wir wechseln. Da wollte ich wechseln. Wo ich hätte auch zu Dings wechseln können. Oder hätte ich sogar müssen, dass ich sah. Ach, was soll's. Das ist ja Schnurz. Ja, die anderen kriegen wir jetzt auch so nach und nach mal ein paar Level hier. Ach, sie versteht es nicht. Und Tausch. Ich muss wieder Trecker einsetzen. Ich hab doch bloß noch so wenig.
Jetzt war wieder ein bisschen Geld rein, aber wir sind arme Schluckspechte. Mia hat Level 35. Oder Niola mein. Also einen davon möchte ich sie noch genau kommen lassen. 2523 bis 500 Euro. Geht ja, sag ich mal. Das ist hier TV-Zimmer, Team Galactic. Die besten Audio- und Videosysteme für die Mitglieder auf. Zu einem neuen Universum des Team Galactic. Ich sage, ich kämpfe. Ja, möchte er. Das ist ein Paribon. Ohne Kratzler haben wir eigentlich gute. Ja, genau. Spezialangriff steigern und Angriff steigern. Ja, das ist gar nicht gut. Ampel leuchtet unten nicht, doch. Da sind unglaublich unheimliche starke. Da. Starke Käfer-Attacken. Ampel leuchtet. Und Silber auch. Mann, das ist auch Umwandlung 2, ey, bitte. Weiß ich gar nicht, ist Porygon 2 eigentlich normal oder Psycho? So wie es mir scheint, Psycho. Quatsch, Ampel, normal. Das könnte jetzt mir aber schaffen. Drachenhut. Ja, folgt mal. Habt ihr besiegt. Beutel. Liebe. Natürlich hat es auch mir keine Chance mehr. Mach ich das überhaupt? Und jetzt werden wieder zwei Hütertränke los. Ich bin nur am Hütertränke kaufen. Ich möchte Tafelwasser haben. Psst, hier drüben, huh. Diese Zusammenkunft von Team Galactic, was denkst du, hat sie zu bedeuten? Hochgeschätzte Mitglieder von Team Galactic, hört meine Worte. Mein Name, so wie ich heute vor euch trete, lautet Cirrus. Diese, unsere Welt ist barbarisch und plump, mit einem Wort unvollendet. Schon immer war das Überleben hier in dieser Welt von Mühsal erfüllt. So wird es auch immer da, immer bleiben. Menschen wie Pokémon sind in unserer Art unvollkommen. Dieser Mangel an Perfektion lässt uns kämpfen, lässt uns andere verletzen. Es ist schrecklich anzusehen. Ich hasse diese Unvollständigkeit. Mit meinem ganzen Körper, mit meinem ganzen Wesen verabscheue ich sie. Die Welt muss makellos sein. Die Welt muss sich ändern. Oh, dieser Größenwahnsinn hier. Ne? Doch wer übernimmt diese Aufgabe? Wer nimmt es auf sich, sich zu ändern? Ich, Cirrus. Und Team Galactic. Ja, jeder und jede einzelne von euch. Gemeinsam sind wir wütend auf den Grund gegangen und haben ihre Geheimnisse offengelegt. Gemeinsam haben wir legendäre Pokémon gefangen. Nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir über die Energie verfügen,
die Welt zu verändern. Welten, die wir uns nur in Träumen vorstellen können, sind nun in unserer unmittelbaren Reichweite. Versteht mich richtig, mein Freund. Mein lang ersehnter Traum steht kurz davor, Wirklichkeit zu werden. All jene, die zum Kraterberg gehen und jene, die hier bleiben werden, eine jede von uns hat eine Mission. So unterschiedlich sie auch aussehen mögen, schlägt unser Herz doch für dasselbe Ziel. Ruhm und sein mit dem Galaktik. Oh Mann. Puh, das war also Cirrus, der Boss von diesem Team Galaktik. Eine beeindruckende Vorstellung, oder? Noch dazu vor allem so jungen Mann. Als ich noch so jung war, aber eine Welt für Team Galactic zu erschaffen, für niemanden anderen, das war ein absurder Plan, so absurd, dass mir ganz schwindelig wird. Aber das kann auch am Wetter liegen. Eine neue Welt, wie soll die aussehen? Und was passiert mit dieser unvollkommenen Welt? Es ist die Aufgabe der internationalen Polizei, diese Dinge zu untersuchen. Und ich bin ja hier der anwesende Vertreter dieser genialen Spinnaden. Somit muss ich mich nun um Aufklärung bemühen. Ich verabschiede mich. Sei vorsichtig auf deinem Weg. Ich will aber gerne erst wissen, was in der anderen Richtung war. Und da weiter. Oh? Ein Bericht namens Ewigen aus Pokémon-Statue. Ja, lesen. Schrift 1 vom gestohlenen Schild. Die Schöpfung von Dialga, die Meister der Zeit. Im Lachen steckt Wein. Und umgekehrt verhält sich die Zeit. Die gleiche Zeit fließt weiter. Der Segen von Dialga ist mit allem. Der blaue Text wurde mit einem höchst technisierten Gerät sichtbar gemacht. Was der Boss selbst gefällt. Möchtest du? Ja. In Schrift 2, die Geburt von Palkia, dem Schöpfer der Paralleldimension, lebendig und doch nicht, schwebende Risse im Raum, um im selben Universum zu wirken, der Segen von Palkia ist mit allen, der blaue Text, wunderbar. Okay. Oh, guck mal. Grünstück. Und was haben wir hier? Das Schild hier können wir ja gleich lesen. Ah, ein Toppi, lieber Toppi. Was wollen wir denn mehr? Und was steht hier geschrieben? Das Credo des Kriegel des Team Galactic, alles gehört uns. Und schau über die Welt hinaus. Der ganze Weltraum wird Team Galactic. Ja, genau. Ich habe ein besseres Kriegel für euch. Wenn ihr das befolgt, ist alles okay. Hey, cool. Ja, aber dann wollen wir mal hier oben. Was ist das? Nö. Ein Doppelkampf. Ja, so sollte es funktionieren. Hauptsache, die haben nicht so gute Pokémon. Das muss ich mir wechseln. Wenn ich also noch Level hochkommen. Ja, ich habe jetzt nur noch Sonderbombenbomben. Da-bum! Wir haben hier Kratzle und Funkenschwung. Oh,
gut, das erste hätten wir weg. Mann, hört doch mal alle auf mit dem Scheiß. Genauigkeit sehen. Das ist dunkel. Ich glaube, Donnerattacken haben keine Chance auf den Vieh. Aber kraschelt sie doch. Ach, verdammt. Auf den ergeben sie sich los. Gut. Habe ich persönlich jetzt nichts dagegen, ne? Nur so. Alter. Diesmal ist er scheiße. Gehen wir nehmen. Wieso? Wieso gehen wir bitte schön bis daneben? Was soll denn? Was soll der Quark? Und nochmal. Och, hör doch auf. Und Schein ist hinüber. Sorry dafür, Schein. Na gut. Dann. Komm, Kraxel ist gut, ja. Und Wasserdüse. Die Bunke sieht aus wie ein Frosch, ist aber kein Wassertyp, soweit ich weiß. Vielleicht Ironie? Oh, du hast Sau. Und Wassertyp. Server kann seine einsetzen, wird er nie ja mitgetroffen. Und nochmal. Mir gefällt die Kampfmusik gerade. Und mein Ohr juckt. Ja. Ich bin mal gespannt, was es hier nach war. Ich glaube, zum 8. Arena-Level kommen wir jetzt ganz ziemlich spät. Das heißt, ich könnte noch eine Chance haben, dass Mia sich noch vorher entwickelt. Ich hoffe es so ist. Und mal Drachenklaue. Und. Ihr könnt auch mal ein paar bessere Attacken beherrschen, Alien. Ich weiß gar nicht, was er jetzt noch alles erlernt. Die Druckpumpe vielleicht? Nee, glaub ich nicht. Okay, wir haben drei Teleporter. Drei Teleporter. Jetzt werde ich schon wieder drei Teleporter weg. Oh, warum werde ich eigentlich nicht zurück? Ich glaube, weil ich zu faul bin. Das wird's wohl eher sein. Okay. Eine Minimu und dich nehme ich. Mehr als verkehrt sein kann es ja nicht. Okay, hier wollen wir noch nicht rein. Erstmal gucken, was die anderen Teleporter sagen. Guck mal, hier ist noch was Interessantes. Und Tabalexil. Haben wir noch was Interessantes?
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der andere Teleporter mich genau dorthin schickt. Jawohl, ich hab's doch gewusst. Aber wir haben ein Protein gefunden. Sieh mal, also wollen wir doch hier. Dahin. Du bist also gekommen. Ich nehme an, du hast meine Rede gehört. Alles natürlich nur eine große Liebe. Bald insofern, als es in meiner Absicht liegt, eine neue Welt zu erschaffen. Doch in dieser Welt ist kein Platz für Team Galactic. Diese neue Welt wird nur mit mir selbst einen Platz bieten. Wäre es anders, dann wäre es nicht die vollkommene, perfekte Welt, die mir vorschwebt. Du hast meine Handlanger gesehen. Eine erbärmliche Truppe. Du konntest dich selbst von ihrer Nutzlosigkeit und Unvollkommenheit überzeugen. Ich kenne den Grund deiner Anwesenheit, es ist spürbar. Es geht dir um Selfe, Turbots und Wespen, richtig? Du willst sie retten? Nun, meine Pflegen dienen sie nicht weiter. Ich brauche sie nicht mehr. Wenn du sie unbedingt retten musst, dann bitte schön, tu es ruhig. Es ist mir einerlei. Oder nein. Es würde mir sogar den Ärger ersparen, sie wieder loszuwerden. Eines will ich dir aber noch sagen. Ich finde dich recht bemerkenswert. Was verbindet dich mit diesen Pokémon? Rein gar nichts. Ist es nicht so? Und trotzdem bist du zu ihrer Rettung geeilt. Doch warum? Liebe? Mitleid? Diese kläglichen, unnützen Gefühle, sie sind unlogisch und irrational. Nur minderwertige Herzen, wie Menschen sie haben, können solche Empfindungen hervorbringen. Nun hat dich diese Sentimentalität mir in die Arme getrieben. Du wirst es bereuen, der Stimme deines Herzens Folge geleistet zu haben. Warum müsst ihr immer kämpfen? Weißt du eigentlich, dass du gerade aussiehst wie so ein Alien? Ja, mir wäre da vielleicht die etwas verkehrtere Wahl. Wort sie zugeht und das Chuck. Irgendwie hatte ich das vorausgeahnt, dass er eine Eisattacke einsetzt. Na, wie viel wird's abziehen? Ach gut. Verliere ich die Verbrennung, den Rest? Ein Splitter! Ja klar! Komm, eine Attacke vergessen! Den Sandwirbel weg hier! Das ist eine Eisattacke! Komm, lass wechseln zu Spatzen. Als hätte ich eigentlich mein Ziel erreicht, was ich heute in dieser Folge eigentlich machen wollte. Top. Ja, komm. Ach, komm, hör doch auf. Dass sie es aber auch immer übertreiben lässt. Oh, ganz schön wenig, ne? Versuchen wir es mal mit Nahkampf. Bin schlecht. Mann, du bist ein Flug-Pokémon. Das geht nicht. Okay, Schein bitte. Okay, was soll er machen? Ja, 44. Paralyse wäre nicht schlecht.
Raumschiffe. Ach komm, das. Hätte auch mal ein paar Pokémon antreten können. Muha. Und hau nicht sich genug ab. Komm, ein bisschen mehr das. Ja. Man kann es auch übertreiben. Was, Kramchef? Warum muss Wind auch so viel abziehen? Schauen, Eisplitte! Oh, Leola hat eine ohne hohe Initiative, muss ich auch so zugeben. Sieh mal, wir haben exakt 100 KP mit Leola. Ja, da hast du vollkommen recht. Und warum setzt du bitte schön Kopfgenesung ein, du Spast? Das ist genauso schlimm wie der. Ja, genau. Und jetzt sieht es auf einmal nur so wenig ab. Tut mir zwar leid für die Probleme, aber. Scheint es mir gerade ein bisschen wichtiger. Tut mir auch ein bisschen leid gegen Leola. Und nochmal. Ich habe ja immer noch auf eine Paralyse, ne? Schön wäre es. Aber darauf muss ich verzichten. Er hat gerade zwei meiner Pokémon erledigt. Das ist deprimierend gerade für mich. Ja, und ich sehe auch gerade jetzt erst, dass es Level 46 ist. Interessant, aber auch merkwürdig. Jetzt verstehe ich, du bist wahrhaftig stark und diese Stärke ziehst du aus der Zuneigung, die du deinem Pokémon gegenüber empfindest. Was für eine Verschwendung. Diese Gefühle sind doch nur Illusionen. Und wie alle Illusionen verblassen sie mit der Zeit, bis das Ende für sie für immer vernichtet. Dieser ist der Grund, aus dem ich jegliche Emotion abgelegt habe. Denn sie sind nichts als unnütze Sentimentalität. Reden wir nicht mehr darüber. Du wirst meine Argumentation ohnehin nicht verstehen. Doch erkenne ich deinen Mut und deine Stärke an, allein hergekommen zu sein. Nimm dies zur Belohnung. Es gibt keinen besseren Pokéball als den Meisterball. Kein Pokémon, dem du in der Wildnis begegnest, kann sich ihm entziehen. Mir nutzt er überhaupt nichts. Pokémon mache ich mir nicht zu Freude oder Plane, wie ihr Trainer es tut. Ich setze sie nicht zu meinen Zwecken ein, wie es andere Mitglieder von der Galaktik tun. Stattdessen mache ich mir die Kraft der Pokémon selbst zu eigen. Wenn du die Pokémon der Seen retten möchtest, dann nimm den Teleporter. Nächster Raum. Ich begebe mich nun zum Kraterberg. Den Berg will ich erklimmen, um an seiner Spitze mein Schicksal ins Auge zu blicken. Dort werde ich meine neue Welt erschaffen. Das kannst du gerne tun. Ist die Teleporter? Nein, nicht die Teleporter. Aber das ist die Aufgabe. Richtige Beziehung, welche ich möchte.
Die Erfindung des Raumes, mystische Pokémon und rote Kette. Interessiert mich nicht. Oh, Top Genesung. Sehr schön. Was zum Teufel? In der Grünflüssigkeit ist etwas. Warte, Beleber. Ich weiß auch, dass er so mir keine Chance hat. Und Spatz. Und Viola. So, eigentlich könnten wir Viola Item nehmen. Danke. Oh, mir ist viel zu übel, um noch ein Wort zu sagen. Aber was wir da geschaffen haben, wohin soll das alles nur führen? Selbst ist hier eingesperrt. Die Augen sind zugeknippt. Es hat Schmerzen. Ja, das glaube ich. Die haben alle zu. Du bist nur hierher gekommen, um ein paar Pokémon zu retten. Ich verstehe unseren Boss nicht. Ich habe ihn noch nie verstanden. Warum lässt er ein Kind wie dich unbehelligt kommen und gehen? Wir Team Galaxie nehmen uns, was wir brauchen, und zerstören den Rest. Egal, du hast es so gewollt. Ich werde dich willkommen heißen. Als kleine Rache wegen deiner Beleidigung am See. Komm bitte. Ach komm, du ziehst mir viel zu viel ab. Hat dir schon mal einer gesagt, dass es unfair gegenüber ist? Komm schon. Zeig ihm mal ein bisschen, was du kannst. Also ich würde das Ding noch in dieser Form schaffen. Ich habe aber auch keinen Bock, dass sie jetzt wieder zu lang wird. Obwohl ich es ja im Prinzip schon geschafft habe. Okay, Nahkampf. Ich muss zum letzten Mittel greifen. Wie was? Wo? Hallo? Der Chakra umgehauen. Bum-bum. Eisbitter? Spieler scheint zwar keine starke. Ja, und selbst wenn es stellt ein, mach Viola auf wie der Platt. Ja? Meine Chance? Sie ist gekommen. Das einzige, was noch voll aufgeladen ist, ist Nick. Und das könnte jetzt vielleicht etwas schwer werden. Ich habe immer noch nicht so ganz kapiert, was Bronze überhaupt für ein Typ ist. Das ist Psycho. Ich glaube, stark Psycho, ne? Das finde ich gerade nicht so prall. Wieso musste das scheiß Viech auch gerade Fußstrahl einsetzen? Komm schon, bitte, Nick, bitte.
du bist der Größte. Und mir gefällt das nicht mit Sondersensor. Ach nö. Oh nö. Das finde ich gerade ein bisschen kacke. Mann, ich habe doch nicht mehr so viele Pokémon. So reiß ich mal ein bisschen am Riemen. Toxiquack. Okay. Dann soll es wieder so sein. Ja, genau, jetzt findet er ihn. Oh Mann. Ärgert mich jetzt gerade ein wenig? Das wäre es ja jetzt noch gewesen. Langsam kriege ich hier aber arge Probleme. So richtig arge Probleme. Okay, warte. Hab ich, ja, ich habe noch den Leder. Und dann müssen wir es überlegen. Spatz hat eigentlich ganz gut abgeschnitten dabei. Gut, warte mal. Ich habe doch noch. Oh. Einen Übertrag haben wir noch. Komm, setzen wir auch noch ein. Dann haben wir es. Dann giftet die jetzt nicht allzu viel ziehen, ne? Ich hab schon Schiss gehabt, dass ich nur Tokenisung verschwenden muss. Oh, 39, ja. Top. Mecke, so viel du willst. Na gut, mach doch mit diesen drei Pokémon, was du willst. Drück den Knopf auf der Maschine, um sie freizulassen. Unser Boss schuf eine rote Kette aus Kristallen, die er den drei Pokémon abnahm. Er benötigte diese rote Kette, um etwas an den Kraterberg zu ketten. Und es scheint, dass er sie auch braucht, um etwas zu erschaffen.
Mehr weiß ich nicht. Wer weiß schon, was er da oben eigentlich vorhat. Saturn und selbst Sirius scheitern an einem Kind. Die Situation bei Team Galactic ist überaus besorgniserregend. Auch Sirius Plan da oben am Kraterberg scheint nicht ganz unproblematisch. Und ob er überhaupt funktionieren wird, ist fraglich. Man sollte eine völlig andere Lösung in Betracht ziehen. Eine, die Sheriff Genie angemessen ist. Ja, das... sind sie alle weg. Gut, Leute, habe ich die Folge halt ein bisschen länger wieder gehalten. Ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich das geschafft, was ich eigentlich auch schaffen wollte. Und zwar das Hauptquartier hier in Schleide von Team Galactic einfach mal zu stimmen. Das heißt, da wird Sirius ja leider aufhalten müssen. Oder besser gesagt, wir wollen ihn ja aufhalten. Werden wir ihn wohl oder übel hinterher. Das heißt, wir müssen jetzt zum Kraterberg. Und jetzt ist gerade meine Frage eher... Von welcher Seite muss ich eigentlich rein? Gib mir mal die Karte. Ich glaube, wenn ich von hier oben von Ewigenau reingehe, auf die Route 211 unter dem Kraterberg, müsste ich eigentlich dorthin kommen. Glaube schon. Ich kann noch mal gucken, aber ich glaube, von Ewigenau aus komme ich hier in den Kraterberg und müsste eigentlich hier oben nachher auf den Kraterberg raufkommen. Gut. Nichtsdestotrotz werde ich die Folge hier beenden. Wie gesagt, habe ich das geschafft, was ich schaffen wollte. Und dann können wir getrost in der nächsten Folge auf zum Kraterberg. Eventuell werde ich einen kleinen Fußmarsch einsetzen oder vielleicht auch nicht. Die Pokémon kriegen wir so oder so trainiert. Deswegen würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr nächste Woche, nicht nächste Woche, in der nächsten Folge wieder mit dabei seid zu Pokémon Platin Edition. Bis dahin wünsche ich euch einen recht angenehmen Abend. Macht's gut und haut rein. Ciao.